Hallo? Klassen. Streckenarbeiten? Jawohl. Morgen. Anno 1770, als es noch keine Lokomotiven gab, da erbaute der französische Leutnant Cugnot einen Dampfwagen. In einer Nacht wurde er vollendet. Aber sein Leben war kurz. Wieder einer da.
Haben Sie gepackt? Leider ausgerissen. Parbleu! Wir müssen noch diese Nacht unseren Wagen fertig machen. Artillerieoffizier Cugnot. Ein hübscher Mensch. Ja, ja. Beispiel von Unverständnis. Der Bauernaufstand von Carsten Hill. Es waren die Bauern, die sich damals gegen die Eisenbahnvermesser erhoben. Sie hatten Angst um ihr Land und ihr Vieh. Und da passierte es eines Tages im Jahre 1813. Hinter dem Busch? Ja, ganz dicht in der Busch. Also los! Noch ein bisschen.
Leute, weg! Zurück! Geh weg von hier! Das geht dich nichts an! Das werden wir schon sehen! Diese seltsame Maschine wollte nicht gehen. 1812 rauchte sie zum ersten Male. Und Waters setzte seine Hoffnungen in die vielen Zahnräder und das große Schwungrad. Aber er erlebte etwas Furchtbares. Good morning, Mr. Waters. Hello. Hill. Hill. I'm the stringer, das stimmt was nicht. The Wetschmeister. Yes, the what? Na, Herr, haben Sie das Schwungrad schon heute nachgesehen? Das Schwungrad ist in Ordnung, Mr. Waters. So. Verdammtes Gesindel. Was ist denn das, Kerstin? Huffing Billy. Auf gut Deutsch, taffender Wilhelm. Hedley war der Prächtige. Er hat seine Sache besser verstanden als Waters.
Seine Maschine zog 40 Jahre lang die Kohlenwegen in England. Das größte Glück seines Lebens brachte ihm zugleich das größte Unglück. Die Liverpool-Manchester-Bahn wurde eröffnet. Das Volk erwartete das Eintreffen des ersten Zuges in der Station Parkside. Das war im Jahre
Was machen dort die Leute? Sie fassen Wasser. Übrigens darf ich Ihnen vorstellen, mein Freund Heskissen. Miss Dickinson, darf ich Ihnen meine Krocke zeigen? Aber ganz bestimmt, das ist also ein Stolz, eine Preislokomotive. Ja? Zahnräder, eine überlebte Sache. Yeah.
da du mit deiner Maschine? Des Königs, unseres allergnädigsten Landesvaters, überbringe ich Ihnen dessen tief gefühlte Glückwünsche. Die erste deutsche Eisenbahn soll beiden Städten Nürnberg-Fürth zu dauerndem Ruhm gereichen. Darf ich vorstellen, Herr Scharrer. Ich bitte Eure Exzellenz, ergebenst Sie an der Fertigstellung des Baus zuförderst beteiligten Herrn der Stadt Nürnberg ergebenst vorstellen zu dürfen. Herr Ingenieur Denis. Herr Dampfwagenlenker Mr. Wilson. Wir wollen auf die erste deutsche Eisenbahn ein dreifaches Hoch ausbringen. Hoch! Der 100 Jahre des Dampfes und seiner Bändigung. Ein Tier aus Stahl. Das sind die Schuppen. Ach was, das sind bloß Nüfen. 9000 Stück. Das sind die Fäuste. Das ist das Herz. Speisepumpe. Ja. Und das ist die Lunge. Luftpumpe. Jawohl. Ellenbogen. Kreuzkopf. Das sind die Augen. Ha, das sind ja bloß Lampen. Lampen oder Augen? Es kommt drauf an, wie man sieht.
Thank you.